Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute ein Buch vorstellen, das sich mit Aspekten des neuen Rechtsradikalismus befasst. Es stammt von Theodor W. Adorno, dem berühmten Soziologen, Philosophen, Mitglied der Frankfurter Schule, der 1967 in Wien zu diesem Thema eine Rede gehalten hat. Eine Rede, die bis heute aktuell ist, und das sehen Sie daran, dass sie im vergangenen Jahr wieder aufgelegt worden ist und auch erhöhte Aufmerksamkeit erfuhr. Es ist eine außerordentlich wichtige Analyse eines Phänomens, das mit gewissen Auf und Abs seine Aktualität bewahrt hat, eine traurige Aktualität, muss man wohl sagen. Das Interessante an seinen Analysen ist eigentlich, dass er einerseits die subjektiven Gründe oder Motive darlegt, andererseits aber auch die sozialen, gesellschaftlichen Gründe analysiert und beides aufeinander bezieht. Das im Einzelnen zu entfalten, würde jetzt sehr viel Zeit beanspruchen, die Sie und ich nicht haben. Darum genau sollten Sie auch dieses Buch lesen. Es begnügt sich nicht damit festzustellen, dass es eben alles nur Modernisierungsverlierer sind, sondern er zeigt, dass es tief in die Mittelschicht damals schon hineinreicht und antwortet auf Erfahrungen, ich möchte sagen, der Minderwertigkeit oder der Wertlosigkeit in einer Gesellschaft, in der jeder Einzelne seinen Wert über den Marktwert empfängt. Tut es da nicht gut, wenn man es Gruppen gibt, auf die man herabschauen kann? Tut es nicht gut, wenn man zur Gruppe eines Führers gehört, wodurch man aufgewertet wird? Tut es nicht gut, zu einer Nation zu gehören, die besser, stärker, größer ist als andere Nationen? Genau das ist es, was auch heute den rechtsradikalen Demagogen Leute in die Arme spielt. Und genau das ist es, was in diesem Buch etwas genauer analysiert wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch an diesem Buch Gefallen finden. Sie müssen nicht diesen dicken Wälzer lesen, es ist als Separatdruck aus diesem Buch erschienen und unter 100 Seiten, was doch schon ganz wohltuend ist. Dafür erhalten Sie einen gründlichen Text, einen Text, der präzise ist in der Diktion, auch wenn er noch stark der Rede verhaftet bleibt. Und Sie werden erstaunt sein, dass der als abstrakt und schwierig verschriebene Autor hier sehr klar und verständlich etwas darstellen kann. Ich wünsche Ihnen auch bei der Lektüre, ich will nicht sagen Vergnügen, aber viele gute Einsichten.